Außer den sieben Sakramenten sollen noch weitere Bräuche und Riten, wie zum Beispiel die Heiligenverehrung und einige andere, geprüft werden, inwieweit sie einen Bezug zu Jesus haben. Die Heiligenverehrung ist in der katholischen Kirche sehr verbreitet. In jeder katholischen Kirche finden sich viele Heiligenbilder und Heiligenstatuen. Niemand weiß, wie viele Heilige es bereits gibt. Nicht einmal die katholische Kirche selbst. Man schätzt die Gesamtzahl auf über 6.600 Heilige und Selige sowie 7.400 Märtyrer. Und es werden immer mehr. Es sind die Päpste, die für Nachschub sorgen. Allein im Jahr 1997 wurden etwa 1.500 Selig- und Heiligsprechungsverfahren bearbeitet, wobei pro Verfahren etwa 250.000 Euro an Kosten an den Vatikan gehen sollen. Johannes Paul II. Hat 1.338 Personen selig und 482 Personen heilig gesprochen. Papst Benedikt 42 und Papst Franziskus hat gleich auf einen Schlag alle 800 Märtyrer von Otranto heilig gesprochen, deren Schädel und Knochen hinter drei riesigen Glasscheiben rings um den Altar der Kathedrale von Otranto aufgeschichtet sind. Doch entspricht dies dem Willen und der Lehre Jesu? Die Heiligenverehrung gehört mit zu den abstrusesten Dingen, weil von Heiligenverehrung, Heiligsprechung nun überhaupt nichts im Neuen Testament ist. Überhaupt nichts in den Evangelien. Im Gegenteil, es gibt ein Wort, das Jesus zugeschrieben wird, wie ein Jüngling zu ihm kommt und ihn fragt, was er tun muss, um das ewige Leben zu erreichen. Und Jesus sagt ihm: Was nennst du mich gut? Gott allein ist gut. Das heißt also, in Wirklichkeit, wie immer man diesen Spruch auffasst, es steht in den Evangelien, gehört also mit zu den frühesten Zeugnissen des Christentums. Und dort wird jeder Heiligenverehrung geradezu eine Sperre eingebaut. Sie wird verboten, weil die pure Güte, die alleinige Gutheit, die alleinige Vollkommenheit kommt nur Gott zu. Und deswegen ist die Heiligsprechung eine Unverschämtheit der Herren der Kirche gegenüber dem Gebot Jesu. Und was mit dieser Heiligsprechung ja verbunden ist, ist ja wiederum das Geld, denn es muss sehr viel in die Waagschale an Geld geworfen werden, wenn eine heilig gesprochen werden soll. Eine Heiligsprechung bringt nicht nur Geld, sie belohnt auch wieder mit Geld, nachdem sie stattgefunden hat. Denn nun eilen ja die Gläubigen zu diesem Heiligen in besonderer Weise, er ist ja von der Kirche heilig gesprochen, und spenden natürlich noch einmal 100-mal mehr, als sie ihm sonst für ihn aufgebracht hätten, wenn er nicht heilig oder nur selig gesprochen wäre. Also das ist eine unerhörte Prozedur der Geldmaschinerie. Es war das römische Imperium, das seine Götter und Heroen hatte, und auch das Griechentum hatte seine Heroen und göttlichen Wesen, die verehrt wurden. Also die Heiligsprechung ist in Wirklichkeit ein Aspekt der totalen Perversion des Christentums zu Katholizismus. Es ist ein besonderer Aspekt, weil hier wesentliche Elemente des Heidentums, des Hellenismus, des Griechentums und des Römertums übernommen wurden und das Gegenteil am Anfang des Christentums stand. Heiligsprechung ist ja eine Vergöttlichung eines Menschen, denn plötzlich wird über all seine Unvollkommenheiten und Fehler hinweggesehen, die jeder Mensch hat. Und es wird an ihm gelobt, er habe nur heroische Tugenden gehabt. Also diese Vergöttlichung ist ja dem Geist des ursprünglichen Christentums absolut entgegengesetzt. Und wie gesagt, keine Spur davon, dass Jesus in Gefahr gestanden hätte, irgendeinen Menschen zu vergöttlichen.
Er lobt zum Beispiel Johannes den Täufer, aber er sagt nicht, dass der heilig ist oder dass er gerade ein Gott sei. Also die Spuren, die im Evangelium sind, weisen in keinster Weise auf eine Heiligsprechung hin. Nein, das ist das Werk der übermütigen, hochmütigen Päpste, die sich das gedacht hatten, dass das eine ständige Geldquelle ist und dass das natürlich diejenigen erhöht, die einen zum Heiligen machen. Und das sind die Päpste. Das ist Heidentum in Reinkultur. Totales Heidentum, was man macht und dem man das Etikett christlich überstülpt, aufklebt. In Wirklichkeit muss man sagen, der Katholizismus ist die Organisation in seiner 2000-jährigen Geschichte, der das Heidentum en gros übernommen hat, es aber mit einer Lüge christlich nennt.